Dich hat dein Schicksal ereilt. Ja, natürlich hat mich mein Schicksal ereilt. Speichere möglichst oft. Ach, sag nicht sowas. Bin ich denn jetzt? Habe ich das Knochendingen ausgerüstet? Ja, da bin ich an einer echt blöden Stelle, ey. Raus? Nö. Da kannst du mit dem Schwert ruhig gegenschlagen, das geht nicht aus. Da bin ich. Was? Du kannst diese Lichtwände auf verschiedene Weisen überwinden. Deaktiviere sie, indem du den Walöltank entfernst, klettere auf die Kisten rechts und wähle den Weg über das Dach. Finde einen anderen Weg, indem du eine Straße nach rechts folgst, übernimm mit Beherrschung Kontrolle über eine Ratte und benutze den kleinen Tunnel auf der linken Seite. Ja, so in der Nähe ist die Rune jetzt nicht. Ich werde mich jetzt erstmal nochmal um diese Schläger kümmern. So. Lass mich raus. Mir geht's gut. Zack. Na los, holen wir uns diesen Kerl. Verreck du Sau. Komm. Stirb. Ah, hier nicht so ein Polster nicht. Ich bin gefangen. Gib mal her. Hey! Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Alles klar. What the fuck? So. Boah, bin ich so schrumm. Was? Du hast nichts gesehen, alter Mann. Rüsten wir mal das Herz aus. Gucken wir mal kurz. Es ist noch ein Artefakt. Das ist alles in der Nähe. Wäre doch. Zumindest war das Knochenartefakt in der Nähe. Wäre doch echt zu schade, wenn ich es einfach hier lassen würde. Was ist denn hier? Mutters Tagebuch. N-
nur gelesen, dass alle sterben. Das könnt ihr euch alles durchlesen. Wo jetzt nochmal das Ding hin? Gute Frage. Ich denke, es war in einem Haus. Nur wo in dem Haus? Hier einen erhöhten Stock, also ein höheres Stockwerk. Ah, diese beschissene Oh, die Nachtsicht und gucken wir mal. Was machst du, wenn Slackjaw und die Jungs von der Bottle Street dich überfallen? Nerv jemand anderen. Geht's? Nee, ich dachte, da ging's da rein irgendwie. Ich habe mich geirrt, ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen. Eieieiei. So. Vorsichtig, ey, wenn die Ratten auf mich zukommen, muss ich weg sein. Sonst fressen die mich auf. Ja, da reingehen. Das war knapp. Mal kurz das Herz ausrüsten. Nur kurz gucken. Ich glaube, das ist ein dämlicher Ort hier gewesen. Ja, ist was für Ratten. Oder nee, hier ist eine Tür.
Scheiße. Ah, diese Beschiss. Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Scheiße. Blöden Ratten. Helft mir, ihn zu finden. Er ist weg. Er muss hier irgendwo sein. Scheiße, Mann, ey. Ich werde dich hier finden. Umzingelt ihn. Hilfe! Macht ihn fertig. Jetzt hat er den Hund. So viele. Ich weiß, dass du hier bist. Behaltet ihn im Auge. Zu den Waffen. Zielt auf die Wache! Für die Wache! Nimm das! Mann. Wir hätten das friedlich lösen können. Aber ihr wolltet ja nicht. Also haben wir das ein bisschen brutaler gelöst. Betäubungsbolzen. Taschenuhr. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Haus Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats der größten Kälte. Der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit beschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas thyvianischen Rotweins. Ja. Klasse. Klasse Typ. Rotweinlutscher. Irgendwie habe ich hier ein ungutes Gefühl. Nom 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 nom. Ich mit dir reden? Ich meine, mit der Frau kann ich ruhig reden, oder? Hilfe! Psst. Bleib ruhig, Mädel. Weißt du, bevor du mir Probleme machst, schalte ich dich lieber leise aus. Ja, ich weiß, ich wirke leicht desorientiert in dem Spiel. Und hab da recht, ich bin sehr desorientiert in dem Game. Weil ich es gewohnt bin, einen geraden Faden zu haben. Das Spiel ist mir halt viele Möglichkeiten der Lösung offen. Das bin ich nicht gewohnt. Muss ich erstmal umgehen.
Eine Springmine haftet auf allen Oberflächen, in denen du zunächst zielst und dann rechte Maustaste drückst. Sie wird ausgelöst, wenn ein Gegner sich ihr nähert und schleudert eine Wolke von Schrapnellen von sich. Nett. Ja. Ziemlich krank. Ah, ich würde hier nicht Brot essen. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Der studiert ernsthaft. Das ist ein Klo. Die können sich überall hin, der kann sich porten und eigentlich moderne Technik relativ. Und ein Plumpsklo. Das sieht aus, als könnte man das verschieben. Da. Die wollte ja wissen, welches ist wohl das Buch, was mir sagt, dass da hinter ein Geheimgang ist. Alles mitnehmen. Noch irgendwas? Sonst nehme ich jetzt hier gerade mal. Eklig, aber ich kann jetzt hier rausgehen. Das ist hoffentlich kein Scherz. Verdammt, ich muss noch einen runter. Ich werde dein Versteck finden. Ja, sicher? Er ist geschickt. Sucht überall. Da bist du ja. Und wir werden dich finden. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Keine Sorge, ich finde dich schon. Tust du nicht, ich bin jetzt nämlich wieder draußen. Ich bin ja jetzt wieder draußen. So. Zack. Einfach irgendwo. Wenn er das überlebt hat.
Da echt mein Held. Sieht nicht mehr ganz so lebendig aus. Noch eine Wache. Die ist noch bewusstlos. Aber die ist tot. Super. Klasse. Nö. Lass mir nichts zu sagen. So kalt wie die Hand eines Walfängers. Sieh mal eine. Komm mal, jemand hier nieder. Verreckt, du. Das sind aber gemeine Menschen. Das sind wirklich echt gemeine Menschen. Konfiszierte Rune, Corporal Merdovs. Wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie sie zu den Aufsehern. Die können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. So viel dazu. Tödlicher Schwarm. Tödlicher Schwarm hört sich ganz gut an. Erwerb mal tödlicher Schwarm. Drücke rechte Maustaste, um einen bösartigen Rattenschwarm heraufzuschwören, der Tod verzerrt und das jeweils nächste Lebewesen angreift. Nach einer Weile verteilen sich die Ratten wieder. In der zweiten Stufe beschwörst du noch mehr Ratten und Gegner. Beschwörst du noch mehr Ratten und Gegner werden noch schneller aufgefressen. Gucken wir uns das mal an. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Kommt, sterbt. Sieht ja gut aus. Nicht, dass sie jetzt gleich auf mich losgehen. Kontraproduktiv.
Aber ich denke nicht, dass die Ratten das tun werden. Ich meine, es sind meine heraufbeschworenen Ratten. Das werden jetzt, die werden jetzt nicht auf mich losgehen. Bin schon wieder weiter bei der Zeit. Ich würde mal sagen, das war's dann jetzt erstmal. Schon wieder weiter bei der Zeit. Ich wollte die Parts nur 20 Minuten machen. Jetzt habe ich schon hier 26 Minuten am Laufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein.